Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo Leute, Samstagabend 21.22 Uhr, German Starter Server im Solo. 185 Spieler, wie ihr seht, vor 20 Minuten circa habe ich eingeloggt. Ganz kurz, ich habe mal hier nachgelegt, damit wir unsere Tode verarbeiten können. Das ist noch Zeug, was wir lernen können. Ansonsten habe ich alles gebrannt, alles verbaut. Holz ist komplett weg, Stein sieht gut aus. Wir können also anfangen, den zweiten Ring zu bauen. Ja. Hier müssen wir uns mal zum Schredder wagen. Da musste Bögen nochmal, ja, wegen noch ein bisschen Holz hätte ich nur eine Picke gemacht. Ja, unsere Notfallwaffe. Hier noch ein bisschen altes Zeug. Ich kann auch die nochmal hier lassen und nehme erstmal hier nochmal so eine alte Picke mit. Obwohl, das ist auch schwachsinnig. Und ich will jetzt eine kleine Farm-Aufklärrunde hier um unsere Butze rum machen. Ja, wie seht, ich habe hier Regal reingemacht, hier noch ein Garagentor. Wir haben auch keine Zahnräder mehr, also müssen definitiv auch looten. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Mal eben gucken, aber hier hatten wir auch nicht mehr, ne? 18. Ja. Sollte noch ein paar Bandagen einpacken. Na, hier kannst du natürlich gleich durchgucken durch das Ding, aber naja, was soll's. Ja. Ich muss mal gucken, was noch geht. Ach, guck mal, hier hat sich schon mal jemand hochgebaut gehabt. Die Tür noch drin, ne? Ich hoffe, ich kriege hier überhaupt noch einen zweiten Ring dran. Das sieht hier so komisch aus. Mal schauen. Naja, unser Nachbar war klar, jetzt das Wichtigste aus Stein. Blechtür drin. Ja. Damit hat sie das erledigt. Müssen wir den erstmal hinnehmen. Tja. Bisschen Holz eben. Ich hoffe, es haut uns jetzt hier gleich keiner weg, was gut möglich ist. Ah. Die Bäume muss ich hier wegmachen, bevor er sich die krallt. Mal schön bis nach uns laufen. Ja, muss ich jetzt hier ein bisschen durch ein bisschen Auge haben hier auf die Umgebung und so, aber muss ich jetzt einfach erstmal durchziehen. Die fünf Bäume hier. Man darf sich halt auch nicht zu verrückt machen lassen, ne? Durch Nachbarn. Ist auch ganz wichtig. Zwischendurch ruhig die Gegend checken. Da ist ja so ein bisschen Durchgangsverkehr. Jetzt siehst du, jetzt ist wieder Buggy hier. Ja, das ist auch erst, seit die neuen Bäume da sind. Vorher war das nicht buggy.
Ich hau ihn jetzt trotzdem weg, auch wenn es sich nicht lohnt. Aber keinen Bonus kriegen. Ah, doch einen kleinen. Ja, du bist halt gezwungen, auf diese verkackten Dreiecke zu, Dreiecke. Kreuze mittlerweile zu hauen. Ja, also die arbeiten hier mit allen Tricks, das muss man auch sagen, ne? German Starter Server. Also PvE mit in den Titel zu schreiben, ist schon ja. Solltet ihr mich nach meiner Meinung fragen, wird die euch die nicht gefallen. Um es mal höflich auszudrücken, also. Genauso wie das mit dem Anfängerfreundlich, das ist natürlich genauso ein Schwachsinn. Vanilla ist auch Schwachsinn. Ich das gerade lese. Weil Decay ist hier gleich 0. Oder extrem hardcore reduziert. Damit ja alle hier große Butzen ohne Aufwand bauen können, was natürlich die Spielmechanik ganz stark beeinflusst. Also nichts gegen den Server, der Server ist gut. Wenn ihr einen aktiven Server sucht, da habe ich ja auch schon öfters gesagt. Ich werde jetzt safen gehen. Wenn ihr einen aktiven Server sucht, wenn ihr eine Gruppe seid, ja, German Starter Server seid ja ganz gut aufgehoben. Müsst halt damit leben, dass es hier VIP-Dingern gibt. Habe ich aber auch schon oft genug gesagt, aber für die, die es noch nicht wissen, kriegt man halt kleine Vorteile im Spiel, die gerade am Anfang schon zum Tragen kommen. Später nicht mehr unbedingt, aber am Anfang schon. Ja, ansonsten super Server. Ist immer zuverlässig, ist immer was los eigentlich von der Spieleranzahl her. Ist 4,5k Map. Daher geht das auch, wenn ihr 200 Spieler unterwegs sind, könnt ihr immer noch eine ruhige Ecke finden, so wie ich hier einigermaßen. Ja, aber denkt nicht, weil da PvE im Titel steht und anfängerfreundlich, Schwachsinn. Ist reine Spieleranlockung, das muss man leider so knallhart sagen. Kann ja sein, dass die Admins hier anfängerfreundlich sind, aber ja, kannst keinen Server anfängerfreundlich und PvE mit den Titel schreiben. Das ist reine Anlockung von Spielern. Das ist einfach so. Da muss man so sagen, wie es ist. Und das müsst ihr euch auch gefallen lassen, wenn ihr euren Server so nennt. Der liegt jetzt hier auch schon 200 Jahre. Hat doch kein Lichtchen. Ich mache mal weg, ne? Damit was anderes spawnt vielleicht. Ich meine, Sulfur ist nie verkehrt. Davon mal ab. Also noch genauer. Ah ja. Ich geh mal hier gucken, hier lag ja letztes Mal da hinten aufs Offene. Da unten lagen natürlich viele Steine, aber da keine Sau die Steine farmt. Außer so ein Idiot wie ich. Ich hab den Chat immer noch an. Muss ich gleich echt mal dran denken. Aber das nervt mich hier gerade mit dieser. Das hat mich gestern schon genervt. So, wenn es abends ist und so der Raum abgedunkelt ist und du dann hier immer diese fetten, weißen, leuchtenden Einblendungen kommst. Ich meine, wir spielen schon im Schnee.
Jetzt überlege, wir wären irgendwo anders, wo es noch dunkler ist und dann... Ja, hätte die Meldung auch einmal gereicht, oder? Ah, da sind schon mehr Schüsse. Ja, wie gesagt, nicht falsch verstehen, ne? Wie ich schon sagte, ich halte ihn hier für einen guten Server, sonst will ich hier auch nicht spielen. Und nicht zum, ich weiß gar nicht, dritten Mal oder was. Ich bin aber auch nur hier draufgegangen, habe ich, glaube ich, in der ersten Folge erzählt, ne? Was halt anders geplant war. Und ich alleine anfangen musste und die anderen Server halt brockenvoll war mit Warteschlange. Und hätte ich natürlich gewusst, dass ich hier alleine bleibe, wäre ich hier natürlich nicht draufgegangen. Aber gut, wie gesagt, ich kann den Server euch so im Grunde genommen empfehlen. Könnt ihr nichts verkehrt machen. Solltet halt nur nicht hier drauf gehen, wenn ihr absoluter Anfänger seid und Solo spielen wollt, dann bleibt ihr weg. Auch wenn es der Titel so erahnen lässt, das ist leider kompletter Schwachsinn. Ja, das ist hier sogar bei uns um die Ecke. Ne? Ich weiß nicht, wer hier rumballert. Beim Wasserwerk halt. Ist natürlich schön, dass ich da hingehen wollte und ein paar Steine kloppen wollte. Können wir mal einen Blick riskieren. Flüchtet ja einer in unsere Richtung angeschlagen. Und wir können Pfeile setzen. Ich wage zu bezweifeln. Das Ding ist natürlich, die komische Butze kann natürlich auch ein paar Leute anloggen, die dann auch unsere Butze sehen von da aus. Ja. Da läuft das aber. Habt ihr gesehen? Ist das unser Nachbar? Zweimal, na, schade. Mal gucken, ob das unsere Nachbarn sind. Ist auf jeden Fall schon mal, dass sie zu zweit spielen. Sieht so aus, sie gehen straight dahin, ne? Wo die Kundschaften aus, das kann natürlich auch sein. Kundschaften aus. Wäre es einer gewesen, hätte ich es versucht, also. Nichts zu verlieren. Ja, genau das meinte ich halt. Da kannst du dich halt reinpacken. Ich kann mal gucken, wo sie danach, ob sie dann noch nach uns laufen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, gehen wir nochmal schnell runter, Steine. Aber das scheint da ja auch nicht so einfach zu klappen. Ja. Ja, für euch langweilig. Vielleicht finde ich es gerade interessant zu sehen, ob da einer reinkommt. Wahrscheinlich nicht, so wie es aussieht. Jetzt versucht es der andere. Sieht auf jeden Fall witzig aus, wenn wir jetzt noch ein Fernglas hätten, aber. Da fehlt ein Stück, hat er schon gut gebaut.
Gut, es wird jetzt eh dunkel. Ich hoffe mal einfach, dass sie jetzt gar nicht noch zu unserer Butze kommen. Ja, ich meine, okay, wenn sie unsere Raiden kommen, hätte ich auch nichts dagegen, mal so ein Live-Raid mitzumachen. Gut, ich bin leer, sehe ich gerade. Also, ich meine, die haben hier irgendwas rumgeballert, rumgetötet. Vielleicht haben sie was da gelassen. Aber ich wollte hier mal die Butze angucken. Wo die mit Sicherheit schon auf ist. Naja, war klar. War zu erwarten. Haben sie dich sogar leben lassen? Tok tok. Ja, sonst hätte ich die jetzt nämlich nur aufgemacht. Das war mein Gedanke. Ich laufe mal kurz hier. Wir haben nichts großartig zu verlieren. Weil ich habe eine Menge Stoff verballert für die Schneejacken. Kostet ja 81. Wir könnten also was gebrauchen. Ich kann noch mal eben fix in den Turm hochgehen. Wovon die gerade hier waren, vielleicht war da nichts da, wo die da waren. Wenn ich schon mal hier bin, wir haben jetzt Schneejacke, da sollten wir problemlos hochkommen. Von der Strahlung her, ne? Ah, da läuft schon einer, siehst du? Hat er uns gesehen? Oh, der was zum... Es wird weiter. Vielleicht wollen sie die Bude da jetzt reden. Ich wollte einen Flammenwerfer oder sowas. Vielleicht kommt da wohl gleich hin, wer weiß. Wir werden das nochmal ein bisschen. Oh, das sieht gut aus. Es ist auf jeden Fall eine Kiste da. Frage ist, was für eine? Dann hätte ich ja wenigstens mal einen Revolver reinpacken können, ey. Oh, hier ist ein geiler Ausweg. Da war der drauf, der Typ. Der Nackte. Kisten sind natürlich auch nicht da. War geil, ne? Also ausblicksmäßig hier. Hinter den toten Bäumen müsste eigentlich. Ist das die Butze ohne? Das ist nicht die Butze oben, das ist unser Deckel drauf. Die zeigt dann schon gar nicht mehr an, die Bude. Ja, der Turm wird oft gemieden irgendwie, ne? Wahrscheinlich wegen der Strahlung. Weil wenn die alle nur so normales Zeug haben, kriegst du hier immer ein bisschen Strahlung halt ab. Wie viele Fässer hier stehen, ne? Werden wir auf jeden Fall nochmal angehen. Wann ich jetzt ins Dunkel wird. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, was mit dem komischen ist, der hier lang gefetzt ist. Nehmen wir erst ein bisschen Stoffen mit.
Aber ihr habt es gesehen, ne? Kaum Schneejacke. Keine Probleme mehr. Können wir also überall hin, außer im, zum Kraftwerk den Dingens hoch. Aber können wir auf jeden Fall auch Airfield gehen in die Tunnel, hier in die Tunnel. Das werden wir auch angehen. So, mal gucken, wie ich es zeitlich angehe. Also ich werde jetzt gleich erstmal schon mal ich werde es jetzt reinbringen. Obwohl ich glaube, wir jetzt nicht mehr schaffen, sonst hätte ich hinten noch mal gucken können, ob die da jetzt noch rumtun oder ob da einer noch rumtunt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der los ist und Flammenwerfer holen. Oder halt auch Eoka, also man könnte die Wände natürlich auch. Komische Geräusche hier zwischendurch. Gut, Eoka würden wir natürlich hören, von daher. Ja, ich möchte wirklich schon mal die Foundations setzen, damit ich mal gucke, wie weit ich komme. Mit unserem Stony. Ich hätte doch, ich wollte gerade sagen, ich hätte doch noch ein First Aid Kit. Also kann ich das scrappen, das lasse ich mal zum Leeren da. Ja, 100 Stoffen auf jeden Fall wieder. Ein paar Samen. Ja, ihr seht, ich habe hier überall noch eine Forge mehr reingestellt. Ich habe das ausprobiert, hier in den Dingen zu setzen. Ging nicht mehr. Keine Ahnung. Wollte jetzt auch nicht irgendwie 5 Jahre rumprobieren. Also hier die Tür können wir sogar lassen, glaube ich. Das ist in Ordnung. Weil das mache ich hier eh ganz selten hoch. Das Tor. Hätte ich sogar eigentlich in eine Wand gesetzt. Aber die Wahl hatte ich ja leider nicht. Hm, Hose und Pulli. Ja. Warum nicht? Kommt in so unsere Sammlung rein. Gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen craften. Wir haben noch ein paar Fragmente. Ich weiß, ich brauche eigentlich auch für Theken welche. Aber ich will auf jeden Fall noch eine Spitzhacke machen. Ja, nochmal ein, zwei extra auf Lager. Dann ist gut. Und das Kämpferjahr muss da weg. Das muss hier hin. Und ich muss den zweiten Stock halt. Ich will die ganzen Schlafsäcke nach oben legen. Zumindest alle, die nicht mir sind. Ich habe auch schon 2 weggehackt, weil ich einfach den Platz brauchte und mich das Regal ersetzen konnte und so weiter. Ja, es kommt ja eh keiner. So, ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, wie jetzt der Plan ist. Es wird sich ein bisschen spontan entwickeln. Kommt darauf an, was hier auch los ist mit unseren Nachbarn und so weiter. Wenn gleich hell wird, werde ich euch dazu nehmen. Nochmal eine Folge. Wir werden den Stein verbauen, den wir haben, hoffe ich. Ich habe auch schon 2 Türen liegen, weil ich ja hier 2 Dingens rausgenommen habe. 2 Tore. Also, das passt. Ich werde auch schon mal 2 Theken gleich craften. Kann ich ja jetzt schon mal machen, nebenbei. Ich brauche natürlich ein paar mehr. Aber gut, werden wir mal sehen, werden wir in der nächsten Folge mal drüber philosophieren, wie ich das da mir vorstelle. Ja gut, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bauen wir hier ein bisschen. Erstmal, wie gesagt, noch einen Ring drum.
Einfach damit ich unten zwei Ausgänge habe und wir ein bisschen auch rausgucken können an den Ladentheken. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.